kann man denn in Minecraft mit einem Blitz so anstellen? Zum einen, man könnte sich Thors Hammer basteln und damit Minecraft beherrschen. Oder wir machen uns einen Schneeball und werfen Blitze quer über die Map. Zum Schluss könnten wir aber auch einfach so Blitze spawnen. Wie das funktioniert, zeige ich dir. Heute gucken wir uns an, was man in Minecraft mit Blitzen so veranstalten kann. Ich habe euch drei Sachen rausgesucht. Die eine Sache, ich glaube, das ist eigentlich standardmäßig. Wir können einen Blitz spawnen in Minecraft. Ich mache es nochmal. Bam. Wie geht denn das, dass man sich einen spawnen kann? Also wir müssen ja erstmal die Grundsätze kennen. Da gucken wir mal rein in den Command. Also, wir nehmen hier einen ganz normalen Impuls, bedingungslos. Redstone-Befehl ist klar, ne? Wir nehmen hier einen Knopf. Tickverzögerung und sowas brauchen wir nicht. Wenn ihr immer Command-Blöcke setzt, denkt daran, letzte Ausgabe zu deaktivieren. Das erspart euch manchmal ein paar Lecks, wenn ihr zu viele Commands habt. Aber hier bei der kleinen Anzeige geht das Ganze. Kann man auch ruhig anlassen. So, um einen Blitz zu spawnen, ganz einfach summonen. Kennt man vielleicht auch aus anderen Spielen, um sich mal was zu spawnen. Und dann einfach den Blitz. Auf Englisch Lightning Bolt. Ich spreche mal so ungern englische Begriffe aus, weil ich nicht gerade der Beste bin in Englisch. Also sagen wir mal Blitz. Und dann könnt ihr noch Koordinaten eingeben. Ist jetzt, sage ich mal, auf der Stelle natürlich egal, dann macht ihr hier dreimal die kleine Pyramide, aber ihr könnt da gerne auch eure Koordinaten eingeben, wo er hin gespawnt werden soll. Guti, so, gucken wir mal an. Es gibt jetzt zwei tolle Sachen. Zum einen hier den habt ihr bestimmt schon mal gesehen, Thors Hammer, was man so damit machen kann. Den kann ich mal hier aktivieren und dann kann ich hier Blitze spawnen, jeweils dahin, wo ich gucke. Und der ist ganz einfach und dazu braucht er eigentlich hauptsächlich auch nur zwei Command-Blöcke. Ich deaktiviere das hier kurz nochmal. So, gehen wir mal kurz rein und gucken mal. Wir haben jetzt hier einen wiederholenden Block, bedingungslos. Redstone-Befehl ist klar, wir benutzen einen Hebel. Tickverzögerung brauchen wir hier erstmal noch nicht. Könnt ihr hier natürlich wieder deaktivieren, damit das Laggen natürlich erspart bleibt uns. Und gucken wir mal rein. So, dieser Effekt macht einfach, dass unser Gegenstand verzaubert wird. Zum Beispiel Axt, Schwert, Spitzhacke und was gibt's noch? Die Hacke, ne? Gut, das haben wir jetzt verzaubert. Jetzt gehen wir mal weiter. Benutzt dafür bitte einen Redstone-Vergleicher. Und dann solltet ihr darauf achten, dass der Block mit dem unteren Zeichen hier von der Spitze, ne, hier diese gerade Fläche, zu unserem Vergleicher gerichtet ist. Ne? Sonst geht das Signal nicht unbedingt rein. Dann gucken wir hier auch nochmal rein. Also auch wieder wiederholen. Bedingungslos. Redstone-Befehl ist ganz klar durch den Vergleicher. Und diesmal macht ihr eine Tickverzögerung rein. Meine Empfehlung, 25. Ihr könnt aber auch ein bisschen dran rumspielen. Weniger machen, mehr machen. Guckt einfach, was ihr da, ja, sag ich mal, braucht. Ne? Von der Zeit her, wie der Blitz da einschlägt. So, dann gucken wir nochmal hier rüber, was denn das für ein Befehl ist. Ne? Execute. Hier, nächster Spieler wird dann teleportiert. Koordinaten braucht ihr nicht. Denn zu morgen, dann wird nochmal der Blitz gespawnt. Und da könnt ihr auch wieder Koordinaten nehmen. Kann man rumspielen, muss man nicht unbedingt. Ihr könnt auch ganz zum Schluss einfach eine 7 machen. Das reicht völlig aus. Und wie gesagt, funktioniert mit jeder Sache. Hier, guck mal, jetzt habe ich hier eine Spitzhacke genommen. Gleiches Prinzip. Und dafür müsst ihr noch nicht mal den Command-Block ändern. Also es geht auf allen Werkzeugen, was wir haben in Minecraft. Gut, dann gucken wir mal das rein. Und zwar hier können wir mit einem Schneeball Blitze erzeugen. Ich glaube, das hat auch schon jeder ein bisschen so gesehen. Wir gucken auch nochmal rein. Bam, werfe ich einen Schneeball. Und solange er fliegt, umso sehr kommen die Blitze. Wollen wir natürlich auch da mal reingucken, was man dafür braucht? Also, gucken wir mal. Erstmal wiederholen, ganz klar, bedingungslos. Redstone-Befehl, ne, wir benutzen einen Hebel. Und hier habe ich eine Tickverzögerung reingefügt von 10. Ist eine Spielerei, ich empfehle jetzt einfach mal 10. Ihr könnt es auch immer mehr machen oder weniger. So, dann gucken wir mal in den Befehl rein. Wir haben hier Execute, denn natürlich hier unser Schneeball, den wir ja benutzen wollen. Koordinaten machen wir mal nichts hin. Und dann spawnen wir den den Blitz, ganz einfach gesagt, ne? So, theoretisch würde der schon ausreichen für den Schneeball. Aber dazu kann es zu Lecks kommen, wenn man den nimmt, weil dann zu viele Blitze auf einmal gespawnt werden. Von daher nehmen wir wieder diesen Redstone-Vergleicher und gucken mal in unseren weiteren Command-Block. So, und hier habe ich auch wieder so gemacht, dass der angedockt ist an dem, ne? Sieht man ganz gut, in welche Richtung die Pfeile gehen. Hier benutzen wir einen ganz normalen Impuls, denn bedingungslos. Redstone-Befehl brauchen wir, ist ja klar, ne? Und hier habe ich wieder eine Tickverzögerung reingemacht. Von 100. Ist eine Spielerei. Ich habe jetzt für mich selber gesagt 100. Das reicht mir jetzt völlig aus. Das sieht sehr flüssig aus. Kommt nicht zu Lecks oder sowas. Kann man nehmen. Ist aber auch immer eine Spielerei. Bei den Verzögerungen. Muss man immer ausprobieren. Aber 100, meine Empfehlung. So, dann gehen wir mal rein hier. Der sorgt dafür, dass der Schneeball getötet wird. Ne? Also, ne? Kill und dann der Schneeball. Fertig. Aber na gut. Das war's dann hier auch wieder für heute.
Wenn dir das Video gefallen hat, findest du noch weitere oben in der Infobox oder auch am Ende ist noch meine Playlist verlinkt. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.